Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space, zur dritten Aufnahmesession schon, obwohl das sechs Folgen hier durch sind. Irgendwie habe ich einen seltsamen Schnitt, was die Aufnahmezeiten angeht. Wir müssen uns heute mal mit der Zero Gravity Zone beschäftigen, wie auch immer. Mensch, heute habe ich dich ja sogar zum ersten Mal verstanden, Mädel. Ja, das wissen wir ja bereits, dass wir hier keine Luft haben. Deshalb also. Ach nein. Bitte nicht. Hier, gib mal her. Können wir nicht nehmen, na toll. Ich will jetzt nicht da raus. Ich hoffe, wir müssen nicht da raus. Ach, hier ist eine Tür, okay. So. Ja, beeil dich mal, Junge. Luftkanister können wir nicht... Was? Wieso können wir den nicht nehmen? Gib mir den Luftkanister! Oh, scheiße. Okay, das ist nicht gut. Ja, röchel doch nicht so. Das macht mich nicht ruhiger. Ich gehe nochmal zurück. Shit. Ja, wir gehen ja schon, Isaac. Ist ja gut. Oh, zack, in die Schleuse. Mach's Loch zu. Ende des Vakuums. Ja, sehr schön. Gut, dann müssen wir halt mal gucken. Haben wir denn irgendwie... Ja, wir haben ein Inventar. Das habe ich noch nie aufgemacht bisher. So, können wir denn vielleicht irgendwas nachladen oder so? Steht denn hier irgendwo mal was mit dabei? Nö. Wir haben aber jetzt offenbar nicht mehr ein Inventar, ne? Müssen wir mal gucken, das lässt sich bestimmt auch an der Werkbank zusammenzimmern irgendwie, dass wir unser Inventar erweitern können. Jetzt aber erstmal, ja, was machen wir denn? Stase packen. Stase ist voll bei uns. Wir könnten vielleicht mal, keine Ahnung, ganz ehrlich, keine Ahnung. Schema für Impulsprojektile. Ja, ist irgendwo ein Shop in der Nähe? Wahrscheinlich nicht, ne? Na gut, was machen wir? Was machen wir? Können wir die denn irgendwie rausschmeißen hier? Nee, komm, nee, die Medipacks, die schmeiße ich nicht raus. Nochmal zurück. Da schmeißen wir lieber eine Stase weg, glaube ich. Ja, komm. Weg damit. Damit wir wenigstens... Ach, das bleibt dann auch hier liegen. Das ist aber nett. Falls wir mal wieder vorbeikommen, was ich nicht glaube, wissen wir ja, wo es liegt. So, und jetzt aber mal ab hier. Dann nehmen wir hier das Sauerstoffpäckchen mal mit. So, hier drüben ist nichts mehr. Und da klingelt schon wieder das Telefon im Hintergrund. Sekunde bitte. So, weiter geht's. Meine Güte, es ist ja schrecklich hier. Ständig ruft hier jemand an. Nie hat man seine Ruhe. Ich sollte dieses Ding einfach mal das nächste Mal aus dem Fenster werfen, bevor ich anfange. Unter Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Schön, danke für die Info. Ich wollte sagen, ich werde das Telefon das nächste Mal einfach aus dem Fenster werfen, bevor ich anfange aufzunehmen. Was haben wir denn hier Schönes? You are about to enter the Zero Gravity Therapy Room. Caution, please read. Navigation, navigating a Zero-G environment is dangerous. Only crew members wearing gravity boots should activate the gravity control panel and should use caution at all times. Patients should not enter unless accompanied by a CC medical officer. Verzeihung, SEC. Ja, natürlich. Okay, geht klar. Ja, wir haben ja irgendwelche Gravity Boots an, oder? Hoffe ich mal. Dann mal hinein in die Schwerelosigkeit. Ich habe keine Lust. Nur mal so zur Sicherheit. Habe ich ihm die Beine abgetreten, na sowas aber auch. Okay, hier können wir die Schwerkraft... Was ist das denn? Hier können wir die Schwerkraft aktivieren, okay. Der gibt uns auch nichts. Okay, dann geht's los. Ihr Munitionszähler blinkt rot, wenn sie nicht auf eine Oberfläche springen können. Zero-G-Sprung. Okay. Probieren wir das mal. Und hüpf. Huch. Was? Ach so. Na hoch. Wo bin ich? Also ich kann das anvisieren sozusagen und dann... Oh, schade. Das ist also gemeint. Okay. Wo müssen wir denn hin? Hüpf. Klonk. Gut. Was müssen wir denn machen, ist die Frage. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nicht dahin. Haben wir denn hier irgendwelche Anhaltspunkte, wo wir hin müssen? Das ist eine Tür. So, hören wir mal darüber. Ich glaube, das ist da, wo wir angefangen haben, oder? Hier ist zu. Nee. Achso, wir brauchen... Aha, na dann.
Wo haben wir das denn? Ich hab's doch gerade gesehen, irgendwo auf dem Weg hierher. Da unten. Komm mal her. Ja, sehr schön. So wünsche ich mir das auch. Komm, kleiner Hexenmeister, setz ein. Und dann kann es auch schon weitergehen. Ende der Schwerelosigkeit. Juhu, wir haben es überstanden. Credits für mich, Impulsprojektile nicht für mich. Okay, ich wechsle mal die Waffe, damit wir die mal alle kriegen, die Impulsprojektile. Ein Shockpad. Bitte was? Haufen Gegenstände hier. Sie haben ein Shockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße, ich kann noch mehr kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Da machen wir. Wir sind vorsichtig. Haufen Zeug kriegen wir hier. Ich habe langsam keine Ahnung mehr, wofür das ganze Zeug eigentlich ist. Okay. Dann können wir jetzt also unsere schöne Termitbombe bauen. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, ist in Ordnung. Was? Oh! Ich hab doch gerade was gesehen. Hallo? Du da! Stirb! Wieso bewegt denn der sich hier durch die scheiß Schwerelosigkeit? Was soll denn der Mist? Boah, Alter! Schleich dich doch nicht so an hier! Stirb doch mal! So, geht doch. Dann können wir jetzt auch die Impulsprojektile nehmen. Ist das nicht schön? Wunderbar. So, noch ein... Ja. Können wir den wegschlagen? Nee? Schade. Ist aber lustig, wie er wegkullert. Okay, brauchen wir die... Hier schreit doch schon wieder wer. Hallo? Ah, Gott, Mann! Arschloch! Fällst du dann auch mal um? So, zack. Wirst du in zwei Hälften getreten, das hast du davon. Okay. Mann. Solche tückischen Bastarde hier aber auch. Okay, brauchen wir... Haben die da drüben die Dingens rausgeklaut? Oder was? So, schnipsen wir das mal rüber. Hat super funktioniert. Okay, haben die denn irgendwas für uns hier? Dieser Schlag von Isaac ist auch vollkommen nutzlos, ne? Man trifft überhaupt nichts damit. Ich weiß nicht, wozu der eingebaut wurde. Hallo, spring doch mal. Spring doch mal. So, zack, rüber ans andere Ende. So, dann latschen wir mal gemütlich hier. Ach, ich muss extra springen, oder was? Hallo? Du wirst ja auch wohl auf die Oberfläche dort springen können, oder? So, jetzt vielleicht? Wo ist es denn? Da ist es. Na, geht doch. 1A, Isaac, 1A. So. Können wir nicht ausschalten? Gut, können wir denn... Ja, wir können. Lass mich raus! Ende der Schwerelosigkeit. Schön, ich möchte keine Schwerelosigkeit mehr haben. Darauf kann ich aber auch verzichten. Ach, du Arsch! Ich dachte es mir ja schon fast. Hier, gib her. Hatten wir nicht noch irgendwas, das wir einsammeln konnten? Ach nee. So, raus hier. Okay. Ah, was? Alter! Wo kommst denn du her? Arschloch! Da gibt's die rüber für! Ja! Kneipenschlägerei! Tja, komm niemals unbewaffnet zu einer Schlägerei. Gut, einmal aufglucksen hier. Wunderbar. Jetzt können wir die Stase auch mitnehmen. Okay, schön. Dann also weiter. Wo kam denn der jetzt her? Ich meine, das Ding ist doch dicht hier, der Raum. So eine Frechheit. Speicher? Ach nö, komm, wir machen ohne Speicher. Wir sind doch hart. Können wir eigentlich, das will ich mal probieren. Können wir das Ding anstupsen? Nee, schade. Ich dachte, wir können vielleicht ein bisschen drauf surfen, aber geht nicht. So, Stase voll. Wunderbar. Dann komm mal rüber hier, du Teil. Zack.
So, und dann ab mit uns. Oh, Mann! Ich mag keine unangemeldeten Besucher. Her mit der Muni und jetzt schon wieder. Unten? Hallo? Ah, da drüben zuckt einer. Ja, komm, mein Kleiner. Ups, ich glaube, unsere Waffe ist leer. Aber wisst ihr was, wir haben noch den Flammenwerfer, den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Bitte einmal nach unten, ich habe ein Rendezvous mit einem Necromorph. Klack. So, mein Freund. Wuhu! So eine Freude. So, nachladen. Mist. Okay, dann müssen wir... Moment, wir machen das anders. Wir legen mal kurz... wir legen mal wieder die Stase ab. Blups. So, dann nehmen wir die Impulsprojektile auf. Laden mit der kurz nach. Und dann nehmen wir die Stase wieder auf. Und dann gehen wir wieder auf den Flammenwerfer. Denn der macht Spaß. So eine Freude. So, hier drüben ist immer noch zu. Ich will da rein, Mensch. Lasst mich doch mal hier... Ich will da durch. Lass mich durch. Wie komme ich denn da rein? Muss ich hier irgendwas kaputt machen? Bitte ein... Oh ne, vergiss es. Ich gebe doch keine Energieknoten dafür aus. Geht's noch? Die sind mir wichtig, die hängen mir am Herzen. Pfui. Wir müssen Ungeziefer töten. Sterbt, 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 sterbt. Was sind das denn für welche? Wie seid ihr garstige Bastarde? Runter von mir! Pfui! Ich glaube, ich habe genau die richtige Waffe dafür gerade. So. Noch jemand ohne Fahrschein? Hier nicht mehr. Gut. Ich hoffe, das bleibt so. So, irgendjemand da? Was tropft denn das hier schon wieder von oben? Das ist ja schrecklich. Was? Hero Jelly? Ja, was auch immer. So, Shop. Jetzt kriegen wir erstmal hier das Schema los, hoffe ich doch mal, oder? Wie können wir das denn benutzen? Ja, genau. Herr Rote, das Schema im Impulsprojektile. Wunderbar. Jetzt können wir die Dinger auch kaufen hier. Und vor allem haben wir wieder einen Inventarplatz mehr frei. Ach, ich glaube, um dann andere Anzuglevel zu kriegen, müssen wir dann auch dafür die Schemata finden, oder? So ein Mist. Na gut, kriegen wir hoffentlich hin. Mal schauen. So, was haben wir hier? Monorail-Station. Nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen eine schöne Bombe bauen. Bombe bauen? Bombe bauen. Uah! Hast du schon mal was von Zeitzünder und einen Schritt weggehen gehört, Junge? Du musst ja nicht direkt daneben stehen, wenn das Termit sich durchbrennt. Na gut, was soll's. Okay, sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollte sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Gut. Dann schauen wir mal. Ja, sehr einladendes Loch davon. Ich möchte lesen erstmal. Welcome to the USG Ishimura Clinic. Healing away from home.